jetzt, wobei ich jetzt nicht ausgehe, dass der jetzt extra Pipi in den Öltank reinmacht oder so. Nein. Oh Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, 1000 Kilometer bin ich schon gefahren mit dem Medley. 1000 entspannte und richtig schöne Kilometer. Und bevor wir auf die, ja, auf die Inspektion eingehen, würde ich gerne noch ein bisschen was von mir erzählen. Also von meinen Eindrücken, von meinen Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe in den letzten 1000 Kilometern, die ziemlich schnell abgespult waren. Und ja, da würde ich sagen, starten wir direkt. Was gefällt mir richtig gut? Richtig gut nach den 1000 Kilometern immer noch die Sitzposition. Ja, generell das Fahrfeeling mega, mega gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, die Kurven lassen sich schön nehmen. Du fühlst dich zu jeder Zeit sicher. Das ABS jetzt gerade beim Laub, Leute, das ist der Hammer. Wie oft das greift. Und wenn ich mir überlege, hätte ich jetzt einen Roller ohne ABS, würde ich ganz anders fahren. Da würde ich viel langsamer fahren, ja. Und die Bremsen mit mehr Bedacht ziehen. Hier fahre ich, drück die Bremse und denk mir nichts bei, merkt das ABS, cool, zack, zack, alles entspannt. Wirklich ein riesen Sicherheitsplus. Sehr, sehr geil. Die Bremsen, top, kann man nichts sagen. Der ist jetzt ein bisschen dreckig, der Roller, aber macht ja keinen Unterschied. Die Bremsen sind sehr gut, ja. Packen super, echt empfehlenswert. Was ich allerdings habe, ich habe ein leichtes Quietschen an der Bremse. Wenn ich ganz langsam rolle, das höre ich auch nur ohne Helm, höre ich schon so ein leichtes Quietschen. Da werde ich einfach mal zum Händler gehen oder so. Oder mal gucken, ob sich das jetzt noch legt, die nächsten Kilometer. Das kam erst letzt. Und das ist ja so nichts Wildes. Ja, wie sieht es denn hier drinnen aus nach 1000 Kilometern? Dreck ist da. Wie sieht es hier aus? Hier der Sticker, da ist ein leichter Kratzer oder was ist das? Ach, da ist nur Dreck. Ja, ziemlich, also ich fahre auch hier mit Arbeitsschuhen, Leute. Ach, hier den Sticker, den habe ich letzt angefangen abzumachen, der ging nicht ab. Da war nämlich ein Abonnent, der hat gemeckert. Muss ich beim Waschen machen die Tage. Ja, Trittbrett ist nur aus Plastik. Aber das sieht an sich so ganz gut aus. Jetzt ist nichts defekt. Wie sieht der Ständer aus vom Auf und Ab? Ja, ziemlich okay. Ja, der ist jetzt sehr dreckig, aber ganz ehrlich, Leute, 1000 Kilometer ist ja nichts. Deswegen, die Sitzbank sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt den Schoner drauf. So, schaut mal. Das sieht aus wie neu. Ja, kein Thema, da passiert nichts. Wie sieht es hier vorne aus? Ist irgendwas jetzt schon abgegriffen? Wie sieht die Scheibe denn aus? Kaum Kratzer oder nö, eigentlich gar kein Kratzer. Ja. Also, wie gesagt, Leute, das ach, was negativ aufgefallen ist, sind die Spiegel. Ja, die sind ein bisschen klein. Also du siehst zwar alles, aber manchmal dann verstellst du die wieder beim Fahren und guckst nochmal und ah, jetzt ist die Schulter im Weg. Ja, ist halt so. Kann sich ja auch andere kaufen. Also für mich jetzt, also ich wünsche mir vielleicht ein bisschen längeres Gestänge. Gucke ich mit der Zeit. Ja, so arg stören tut mich das ja nicht. Wie sehen die Fußrasten aus? Ich bin so oft jetzt zu zweit gefahren. Ja, klar, die sind dreckig. Ja, ist auch nur Dreck. Was ist das? Ja, ist nur Dreck. Alles easy. Echt empfehlenswert. Wie sieht der Auspuff aus? Nichts Negatives. Die Reifen sind sehr gut, Leute. Also das sind die originalen Reifen halt. Die sind von Schwalbe. Ach, von Schwalbe, von Michelin. Die sind wirklich empfehlenswert. Also das sind Reifen, die würde ich mir wieder kaufen. Die sind so gut. Und wenn ihr überlegt, beim Speedfight wollte ich die ja wechseln, die Reifen, weil die ja die Originalen so, hä, sie waren ja mega schlecht. Und jetzt rechnet mal das Geld drauf. Ja, da habt ihr gar nicht so viel dann mehr ausgegeben für ein Medley.
sage ich jetzt einfach mal so, als Denkanstoß. Wie gesagt, Licht, alles super. Also der Roller ist ein ja, rundum sorglos Paket, würde ich mal sagen, hier. Und jetzt geht's weiter mit der Inspektion. Und zwar, Leute, es ist ja immer so, mein Händler hat aber nur 98 Euro verlangt und da und hier ist klar, Leute. Ja, ich finde, man sollte da, also, das sind auch nur Menschen, die ihre Arbeit machen, die natürlich Geld verdienen wollen und Handwerksarbeit sollte eigentlich immer gut bezahlt werden. Es geht immer billiger, es geht auch teurer und ja, ich bitte euch da ein bisschen jetzt, also dass dann jetzt nicht so eine Riesendiskussion auftritt. Was wurde alles gemacht? Klar, der Ölfilter mit 18 Euro. Das ist wahrscheinlich so ein kleiner, ja, so ein O-Ring oder so, ja. Ein Dichtring, ne, da ist der Dichtring. Vielleicht ist das die Schraube? Könnte sein. Naja. Dann ist hier das Öl 0W30 von 11 Moto Evolution kam rein. Könnt ihr mal schreiben, was bei euch reinkam. Interessiert mich mal. Haben wir dann hier 1,3 Liter kam da rein. Arbeitszeit mit 110 Euro. So Leute, das heißt, wenn die Garantiezeit abgelaufen ist und ihr sagt, ich möchte selbst machen, könnt ihr da richtig viel Geld sparen. Guckt, rechnet doch mal die 110 ab. Da habt ihr 70 Euro gezahlt. Ihr würdet sogar noch weniger bezahlen. Aber es sind Sachen aufgeführt, die gemacht worden sind, die für viele, also für viele Laien, ja, nicht so ganz umsetzbar sind. Und dazu, na, also hier genau, 183 Euro habe ich gezahlt. Und da ist jetzt eine Liste dabei. So, hier oben ist die Legende, was jeweils so ein Buchstabe bedeutet, der hier aufgeführt ist. Ja, Sicherheitsanzugmomente wurden kontrolliert, gegebenenfalls gereinigt. Haupt- und Seitenständer überprüft, Gaszug wurde kontrolliert und oder gereinigt. Diagnose, die könnt ihr als Laie natürlich nicht machen, weil ihr dieses entsprechende Gerät dafür nicht habt. Übrigens habe ich auch ein Update drauf bekommen, was dieses Ausgehen an der Ampel verhindert und, oder dass die Motorkontrollleuchte angeht. Ja, viele hatten das schon und ja, das wurde behoben. Der Motorölfilter wurde gewechselt, da steht's. Elektrische Anlage und Batterie wurde überprüft. Bremsanlage wurde überprüft, Kühlflüssigkeitsstand überprüft, Bremsflüssigkeit ebenso. Motoröl wurde gewechselt. Da seht ihr es, R auswechseln. Scheinwerfereinstellung wurde nachgeguckt, die Bremsbeläge wurden überprüft. Motorölvorfilter wurde, wo ist C? Da gereinigt, ja, wurde gereinigt. Reifendruck und Verschleiß überprüft. Auf der Rückseite geht es weiter. Es wurde eine Probefahrt gemacht, selbstverständlich. Und die Lenkung wurde überprüft. Arbeitsaufwand laut Piaggio 60 Minuten. Okay, das sind viele Sachen. Die kannst du als Laie normalerweise machen. Die Diagnose halt nicht, gell? Oder wenn du jetzt die ganzen Gaszüge fetten musst und so, da stoßen viele an ihre Grenzen. Aber Leute, ich versichere euch, ich werde es in Zukunft, wenn die Garantie abgelaufen ist, auch für euch machen. Ja, ich mache es, filme alles ab, dass es jeder von euch machen kann und sehr, sehr, sehr viel Geld sparen kann. Und ja, die Inspektion habe ich bei 800 Kilometern gemacht. Ich habe die 1000 nicht ganz geschafft hier. Da muss ja so viel Vorlauf hier mit den Terminen momentan. Und ja, das ist es. 183 Euro für die erste Inspektion. Das heißt, der Medley hat 4000 Euro gekostet. Im Endeffekt, ja, wenn der UVP bei 3,8 liegt. Ja, ist schon teuer. Ne? Versucht auf jeden Fall mal die erste Inspektion mal reinzuhandeln, wenn ihr den kauft. Also versucht beim Handeln erst zu sagen, ja, kann man was am Preis machen, hier und da. Oder verlangt erst einen großen Gefallen, dann werdet ihr abgewiesen. Und dann sagt ihr, ja, hier hören Sie mal, die Inspektion ist aber drin, komm. Versuchen kann man es. Versuchen kann man es und da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück bei.
ich drehe jetzt noch eine Runde, weil ich so glücklich bin mit meinem Medley. Ja, obwohl es auch kühler ist und so. Ja, wenn das Wetter nicht so toll ist, fahre ich trotzdem richtig gern damit. Weil das ist echt, das Teil ist perfekt für mich. Wahnsinn. Also, ich will mich nicht an meinen Roller anpassen. Der Roller soll sich an mich anpassen. Ja? Okay. Ja, in diesem Sinne, hier so ein kleines Gespräch über die Inspektion in Zukunft. Die Inspektion werde ich euch alles zeigen, wie das funktioniert, weil ihr da mächtig viel Geld sparen könnt und es auch zum Teil Spaß macht. Und ihr dann sehen könnt, das habe ich gemacht. Ja, wer weiß, was ein Mechaniker macht, wobei ich jetzt nicht ausgehe, dass der jetzt extra Pipi in den Öltank reinmacht oder so. Für diejenigen, die das gerne wissen wollen, werde ich auf jeden Fall was machen. Und da wisst ihr immer, was da los ist, was kam rein, ja. In diesem Sinne, Leute, ich drehe jetzt eine Runde,